Hey Leute, ich bin es wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Bound. Okay, scheinbar greifen uns die Splitter hier nicht an. Ah, und diesmal sind sie nicht orange, sondern eher rosa. Aber ich kann sie nur so zurückverwandeln, während ich aktiv tanze. Tanzen? Nicht tanzen. Tanzen, nicht tanzen. Oh, ich glaube wirklich, jedes Kapitel wird sein eigenes Color Scheme haben. Oh Gott. Ich bin echt ein Sucker für solche Dinge. Also, give me artistically involved games and I'm just gonna be like, wow. Deshalb fiel mir Bound damals auch schon direkt ins Auge. So, apropos. Eigentlich wollte ich ein anderes Game vor Bound noch spielen, aber es ist eigentlich nur ein PC-Spiel. Und rendern. Hier dauert Rendern 2 Minuten. Bei PC-Spielen dauert Rendern lang. Zu lang. So, aber lassen wir das vorerst und erkunden das nächste Kapitel dieser doch ergreifenden Geschichte. Okay. Ich muss sagen, so eine Ästhetik finde ich persönlich super toll. Einfach krasse, scharfe Silhouetten und so. Das ist eigentlich auch so einer von meinen Art Goals, mal so richtig coole Silhouettensachen zu schaffen. Aber dafür muss ich noch viel, viel härter trainieren. Aber eines Tages wird es gelingen. Nur Mut. Wagt den Schritt ins Ungewisse. Oh. Es hat sich umgedreht. Cool. So, mal sehen. Ganz nach oben? Ganz nach oben. Und hierhin. Und da war wieder diese fiese Figur. Tut es mir weh, auf diesen Bändern zu gehen, oder war das einfach nur wegen... Okay, ich glaube, das war nur wegen des Antagonisten. Wow. Ja, das, ich muss sagen, das ist schon wirklich eher Spiel als... Whoops. Nein, eher Artwork als Spiel. Okay. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Suddenly crashen wir zu Boden. Die Realität auf uns. Ich find's echt cool. Ich find's wirklich cool, dass sie auch mit verschiedenen Gravitationseffekten hantieren und spielen. Nehmen wir mal den Sidepath. Wohin führt der Sidepath? Vielleicht ist das sogar der Hauptpath und... Ich merke es einfach nicht. So. Bei Hauptpath-mäßig sieht es dann doch nicht unbedingt aus. Wir werden sehen. Vielleicht ist er es ja doch. Eine Treppe. Weiter geht's. So, hier scheint die Ästhetik eher auf Rot und Weiß zu Dingsen, also zu what's the word? Es ist eher rot-weiß betont, sag ich mal. Und unser Dress ist echt ein tiefes Indigo mit grünen Tönen. Doch unsere Haut sieht anders aus. Nur die Maske bleibt ungefähr gleich. Die Brücke öffnet sich. Aber kann ich auch dorthin? Ich glaube, es ist auch ein Spiel der vielen Pfade. Nur... Vielleicht finde ich sie einfach nicht oder sonst was. Oder ich gehe einfach instinktiv ständig den richtigen Pfad. Könnte ja auch sein. Eine wunderschöne Treppe. Ganz viele kleine Teilchen. Die weiterfliehen. Papierflieger.
Ich habe so das Gefühl, dass diese ganzen kleinen Zeichnungen so quasi so eine Art vielleicht Trigger sind, die sie an die nicht so tolle Vergangenheit erinnern, unsere Hauptperson. Also Papierflieger und vielleicht genau diese Pflanzen, die dort waren. Huch. Aha, was haben wir denn da gefunden? Hallo? Kann ich mit dir interagieren? Ich habe gerade irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht was. Yep, ich glaube, wir haben schon ganz viel Optionales verpasst. Ah, na gut. Wollen wir aber trotzdem weitermachen. So. Es reicht, wenn man das dann nur ein bisschen auslöst und dann einfach weiter rennt. Denn solange sie einfach nur auch nur teilweise da sind, reicht dieser Schutz. Vielleicht war das hier überhaupt nicht optional. Vielleicht kann ich das hier auch zurückverwandeln. Wer weiß, oder? Oder doch nicht. Na gut. Gehen wir lieber weiter. Boah, aber genau so Farbtöne. So ein wunderschönes Rot. Und dieses bisschen muted, so ein bisschen nicht so pralle. So, Gott. Es gibt, es ist nicht so saturiert. Ein bisschen verdunkelt. Genau solche Farbtöne finde ich persönlich in Kunst extrem ansprechend. Und genau solche Farbtöne benutze ich auch privat, wenn ich Sachen male meistens. Ich würde gerne coole, also richtig saturierte Farben benutzen, aber die Saturation hat mein Herz in ihrem Bann. Sag ich mal. So, welchen Weg nehmen wir? Den hier? Wir nehmen den hier. Tanzen wieder ein bisschen. Und gehen weiter. Vielleicht nehmen wir diesmal den langsamen Weg. Warum auch nicht? Ich weiß echt nicht, ob ich all diese Teilchen aufnehmen muss. Vielleicht sollte ich das tun. Na gut. Das war nicht so gut. Aber wenigstens ist die Death Penalty, sag ich mal, hier mild. Also, passiert irgendwas Krasses? Nee. So, du musst einfach nur ein bisschen von vorne spielen. Wenn schon. Sudden die Kamerawechsel. Gut. Wie gesagt, die Kameraperspektiven, Leute, die sind so gut. Die sind einfach... Jo. Oh, da ist wieder so ein Ding. Hallo. Ich tanze. Und du gibst mir ganz viele Teilchen. So, ich habe mir noch nicht mal die Achievements angeguckt, die man hier kriegen kann. Steuern. Das ist ein automatischer Flug. Gut, also wir haben ja... Okay, wir haben bisher so die Mutter gesehen. Den Vater nehme ich mal an. Und jetzt diesen Retter. Vielleicht ist das der Bruder. Weil Papierflieger werden wahrscheinlich in der nächsten Cutscene erfahren. Also Cutscene, der nächsten Fraktalszene.
was sein soll. Okay. Mach mir keine Angst, denn ich tanze. Mann, oh Mann, tanzen. Wisst ihr, ich war früher, als ich noch nicht so alt war. Wow, früher, als ich noch nicht so alt war. Sätze für die Ewigkeit. Halt früher, als ich, keine Ahnung, 12 oder so war. Also war ich 3 oder 4 Jahre beim Ballett. Unfreiwillig, wenn ich das so sagen darf. Das war extrem unfreiwillig. Und keine Ahnung. Ballett ist halt... Vielleicht gefiel es mir einfach nicht, weil... Das ist hübsch. Das ist wunderschön. Vor allem mit diesen Bändern jetzt gerade. Weil wegen der Lehrerin dort, aber... Tanz ist so eine Sache, Leute, wisst ihr? Und für die einen ist das das Größte. Und sie finden das einfach wunderbar, weil man sich irgendwie... mit flüssigen Körperbewegungen irgendwie ausdrücken kann. Ich habe 2 linke Beine. Ich meine, wenn es mir Spaß macht, bin ich nicht so schlimm. Aber wie gesagt, ich kriege keinen Takt. Und ich treffe auch keinen Ton. Und wenn es beim Tanzen sowas wie Töne treffen gibt, kann ich das auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, und wenn man frustriert ist, weil man das nicht kann, dann lässt man es einfach. Bereue ich es, dass ich nicht länger beim Ballett blieb? Nicht wirklich, nein. Es war eine interessante Zeit, sag ich mal. Ein weiteres Skillset. Ich meine, Ballett an sich... Wenn das Leute, also wenn Leute Ballett tanzen, die das wirklich können, es ist erstaunlich, das zu sehen. Und ich persönlich weiß auch, wie krass die Leute einfach sind, die das machen, weil das ist nicht einfach irgendwas. Dafür braucht man extrem viel Kraft und Präzision, solche Dinge. Also ich hab schon Respekt für Balletttänzer und Tänzerinnen. Für Balletttanzende. So, bald drum. Oh, das sieht hübsch aus. Wie so eine Art Pinata oder so. Ich muss sagen, ich finde diese Bewegungen hier in diesem Spiel von unserer Figur richtig, richtig hübsch. Soll ich da irgendwie hin? Weil das Wasser... Anführungszeichen will. Ah, es weich. Weicht es mir? Es weicht mir. Ich könnte da oben lang. Ich gehe hier oben lang. Komm. Gehen wir einen etwas anderen Weg, auch wenn da unten mehr Pünktchen sind. So. Ach ja. Okay. Das war schlecht. Mit Anlauf springen. Aber dieses Spiel, also ich muss sagen, das Spiel zu spielen, auch wenn man sterben kann, ist eigentlich nicht mal so stressig, ne? Okay. Man muss sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber an sich... Schnelles Ausweichen bringt mir hier nichts. Ich muss darüber springen. Kann ich im Springen ausweichen? Oder soll ich jetzt nochmal zurück? Weil das scheinbar nicht funktioniert. Oh. Der Ball ist scheinbar zerstört worden. Und versuchen wir das nochmal. Ich glaube, ich habe mir wirklich den schwereren Pfad ausgesucht. Dü-dü-düm. Man hat nicht unbedingt viel Anlauffläche, sag ich mal. Na komm, oder? Ich kann zwar in der Luft ausweichen, das bringt
mir nicht viel. Kann ich zurück? Zurück kann ich auch nicht. Ja, super. Sehe ich was? Sehe ich irgendwas? Oder habe ich gerade einfach nur richtig Pech? Nee, sie sollte sich da irgendwie festhalten oder sonst was tun. Aber sie tut es nicht. Vielleicht kann ich ja zur Seite springen und einfach hinunter. Nö, das dragt mich sofort in den Tod. Okay. Interessant. Jo. Wir spielen und wir spielen hier irgendwelche seltsamen Spielchen. Okay, das ist echt das Spiel der vielen Pfade, weil. Ne? Ha. Huh. Seht ihr? Wenn ihr nicht weiterkommt, einfach nur das Spielsystem exploiten. So, ich meine, da war nichts Unehrenhaftes dabei. Wir haben einfach nur einen anderen Weg gefunden. Gott, ich gehe sogar hier den Weg des geringsten Widerstandes, wie im richtigen Leben. Wobei, da gehe ich meistens den Weg der Ehre. Das ist nicht unbedingt der Weg des geringsten Widerstandes, das ist der... meistens der schlimmste Weg, den man gehen kann. Wohin führt mich dieser Ort? Weißt du ein Ding? Kann ich dich verwandeln? Ich meine, sie ja reagieren und alles, aber... ich glaube, ich wäre eigentlich hier durchgekommen und jetzt würde ich in die Richtung gehen. So. Ah, wisst ihr, an was mich das ein bisschen erinnert? An das Lied von Sonata Arctica, The Ruins of My Life. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so in das Thema, aber eigentlich nur wegen der ruinösen Umstände hier gerade. Oh. Aber ich muss sagen, at this point finde ich es eigentlich sehr gut, dass ich das Spiel als nächstes Projekt auserkoren habe, weil es ist zum Umfallen. Oh, so vertanzen, damit uns die Dinger nicht angreifen. Das sind lauter kleine Papierflieger, stimmt. Und die greifen uns einfach ständig an. Okay, jetzt würde ich wirklich wissen, warum das mit den Papierfliegern ist. Weil ich weiß, wie das mit Triggern ist. Ich persönlich habe ja auch einige sehr seltsame. Für die meisten, also die meisten haben gesagt, what the hell, ist doch... nee, das geht doch nicht, oder? Naja. Ich rede nur ungern darüber, ganz im Ernst. So. Gut. Machen wir weiter. Aber es ist echt wunderschön, dass jedes Level wirklich so ein eigenes kleines Design hat. Also andere Rätsel und andere Ansprüche. Ja, doch. Ansprüche an den Spieler. Andere. Und eben vor allem die Farbschemata, also die Color Schemes. Ich liebe es, wenn Kapitelspiele einfach, darf ich wieder hoch, danke, mit Color Schemes spielen. Also, das eine Kapitel, das fängt eher so an und dann wird es immer düster oder sonst was. Und das hat einfach so das richtig, richtig, richtig Hardcore ansprechen, dass ich, lass das mal. Vielleicht kriegt man dafür eine coole Belohnung, aber was soll's. So, dann genießen wir einfach die. Ach, da gibt's sowieso eine Leute hoch. Ja gut. Seht ihr? Oh Mann, oh Mann. Das ist aber so hübsch. Es ist echt eerie, muss man schon sagen, ja. Es ist so ein hübsches Eerie.
So ein richtig ansprechendes. Und die Hintergrundmusik, die passt einfach so gut in das Ganze hinein, dass man sie fast gar nicht bemerkt. Wisst ihr, das war auch fast gar nicht bemerkt, dass es Zeit ist, die Episode zu beenden. So, wir sind bei 20 Minuten angelangt. Ich würde mal sagen, wir beenden hier. Beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen und uns weiterhin unseren Ängsten und unserer Vergangenheit stellen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.